Hallo. White Russian, kräftig, deftig, würzig, gut. So, in der letzten Folge. Kaban hat sich mit der Toilette getroffen und sich wie ein ohrklarer Worte verhalten. Nein, verhalten. Er war ein ohrklarer Worte, genau. Wie immer mit ihr. Es ist vermutlich einfach die sexuelle Spannung, die ihn zu diesem Verhalten zwingt. Nicht? So. Und danach war hier noch, war das davor? Moment. Nee, genau, danach war Jojo noch bei Vicky. Also eigentlich währenddessen, ist ja egal. Und war ein emotionsloses, kaltes, bösartiges Biest, was ich sehr bedauerte. Aber na Judy. Und Gaban hat hier noch wegen des Schmugglers irgendwelche Leute angerufen. Zum Beispiel seinen Schmuggler, den Norf hat er ihn genannt. Der Dude ohne Namen. Direkt raus. Kann ich schon überhaupt nicht leiden. Wird nicht mehr. Nö, kommt nicht mehr. Genau. Ansonsten war nicht mehr viel, ne? Nee, da war nicht mehr viel. In dieser Folge, wie gesagt, hatte ich ja schon angekündigt, dass jetzt ganz viel Jojo-Kaban-Gelaber ist, auch ernst und so weiter. Und Kaban wird offenbaren, dass er eine kleine Heulememme ist. Eine dreckige, kleine. Nee, war das schon? Ich glaube, das war schon. Auch gut. Daneben nicht, aber dennoch viele Gespräche und ich fand es eigentlich ganz okay. Da, weil Kabel an der Stelle dann auch in-time gemerkt hat, dass, oder merken wird, dass Jojo ein Psycho ist und man ein bisschen gucken muss, dass sie nicht zu sehr ausrastet. Naja, vielleicht hat auch nicht Angst vor zu viel Spaß und dann wird er einfach nicht auf sie einwirken. In dem Sinne, viel Spaß und bleibe geil. Ich habe Hummeln im Arsch und kann nichts tun. Also was tue ich? Ich trinke einen. Jojo kriegt eine Nachricht. Beziehungsweise Jojos Comlink rappappelt. Wie spät oder früh ist es? Keine Ahnung. Nachmittags irgendwann, glaube ich. Oder abends. Ja, abends war es ja vorhin schon 20 Uhr oder so. Wer stört? Bier? Bier stört nicht. Siehst du? Haben wollen welches? Dann kauf dir welches. Willst du mitsaufen? Wo bist denn du gerade? Noch zu Hause. Ach so? Also, keine Ahnung, ob ich mitsaufen will, aber mitkommen. Gut, prima. Wohin willst du? Ich hab keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Ich dachte eigentlich so einen ruhigen, chilligen Abend. Ein, zwei Bier. Oder passt es dir nicht? Doch. Na, siehst du. Dann sag eine Zeit, wann soll ich bei dir aufschlagen, dann hol ich dich ab. Oder treffen wir uns da. Mir egal. Wo auch immer da ist. Mir ist das Wurst. Wir können auch hier bleiben oder woanders hin oder was weiß ich. Ist mir eigentlich echt egal. Gute Frage. Ich komme dann einfach bei dir vorbei und dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Super. Ja. Dann lege ich auf und mach mich auf den Weg. Und bring Bier mit. Du brauchst kein Bier mitbringen, Oti, das weißt du. Ja, aber es ist trotzdem höflich und Kaban ist doch so netter. Richtig. Das ist eine reine Höflichkeitsfrage. Außerdem andere Geschmacksrichtung. Ich habe 6 verschiedene Sorten Bier, die ich mitbringe. Jeweils 2 Flaschen. nein, 2. Ein 12-Pack. Also 2 Sixpacks quasi. Aber mit denselben Flaschen drin. Geschmacksrichtung, Plurre, richtig eklig, aber knallt und so weiter. Trollachsel und, ja.
Und Hodendrogen. Elfenpopo. Nein. Okay. Elfenpopo ist das Leitbier. Karban kauft Leitbier. Das ist eine Flasche. Erzählen? Damit kommst du nicht rein. Im Zug wegen schlechtem Charakterspiel. Du kommst nicht rein mit Leitbier. Tut mir leid. Ja, das würde Nein! Stimmen. Mit Leitbier kommst du nicht rein. Der Eingangstroll lässt sich mit Leitbier wirklich nicht rein. Das muss da umtauschen gegen Starkbier. Oh Mann. Ja, ist okay. Dann ist halt Elfenpopo kein Leitbier. Der arme Professor steht immer vorne. Naja, der passt halt nur ins Haus, wenn er sich duckt, und das wird für ein halbes Jahr schon unangenehm. Und hinsetzen ist halt auch blöd, weil auf die Couch kann er nicht und auf dem Boden sitzt er allen im Weg. Man hat ihm jetzt einen Unterstand gebaut. Falls es mal regnet. Und irgendwann kriegt er noch so eine Lampe dahin, so eine Heizlampe da. Für den Winter. Er ist ein Troll. Er darf draußen stehen. Super. Ja. Es wird Zeit, dass dieses Ding so umgebaut wird, dass der arme Kerl da auch rein kann. Noch ist er Prospect, das heißt, selbst wenn er rein kann, kann er nicht rein. Ja. Ja, ich gehe quasi also mit jenem Bier zu Jojo. Ohne Leitbier. Das wollte ich hören. Und du glaubst, dass der Eingangstroll dich dann reinlässt? Ja. Tut er. Okay. Ich hab den Darfschein. Ich hab den Passierschein. Ah, 38. Genau den. Wenn er mich fragen würde, würde ich ihm das sogar sagen. Ich habe den Passierschein A38. Der fragt dich nicht, weil ihr irgendwann schon mal abgesprochen hattet, ob der jetzt öfter kommt. Und dann hat der Gangbus gesagt, ja, und dann passt das. Nee, Jojo hat gesagt, ja. Naja, und dann hat er den Gangbus gefragt, das, was Jojo sagt, ist das okay? Und der sagte, ja, da warst du nicht dabei. Okay. Wichser. Das ist halt ein Prospekt, der weiß noch nicht, wie der Hase läuft. Das ist ein scheiß Prospekt, der hat doch das Wort nicht anzuzweifeln hier. Na stimmt, du bist ja irgendwie die rechte Hand, hast du gesagt, ne? Das hat der gesagt, das hat der Boss gesagt, nicht Jojo. Du meinst, ich hab das gesagt, ach so, hat er nur mit dem Boss geredet, damit er Bescheid weiß. Ne? Mhm. Lügner. Ja. Bestimmt. Ja, ich laufe also mit meinem Passierschein 38 und dem Bier. Du läufst mit Bier durch den Gemeinschaftsraum, das ist aber mutig. Ich bin großer Ork. Ja. Das sind die anderen halt auch. Ja, aber darüber mache ich mir später Gedanken. Die lassen sich da durch, weil die haben da halt Fässer und so. Scheißegal, ob du da mit Bier durchläufst. Gute Sache. Ich wollte gerade Stimmung machen, Mann. Du zerstörst alles, du dreckiger kleiner Ich wollte halt, mich halt jetzt auch mal ausruhen, dass ihr was macht. Also. Das Schöne ist, die wissen ja alle, dass ich mich schon mit dem Gangboss geprügelt habe. Das heißt nichts. Und ich hab's überlebt. Das haben viele das von haben denen schon viele. Mal gemacht. Jeder hat sich doch mit dem Gangboss. Also, Moment. Quasi. Ne, das ist schon so. Naja. Ich sehe ja schon mal, ich bin. Nicht. Ne? Ich bin hier schon fast leid. Das ist selbst die Frau Besonderes. Hat sich schon, die menschliche Frau hat sich schon mit dem Gegenboss geprügelt. Ich meine, klar ging die weniger unversehrt aus der Sache als du, aber trotzdem. Ja. Läuft doch. Ist quasi. Die einzigen in dem Haus, die sich noch nicht mit dem Gegenboss geprügelt haben, also die ist Kids. Die Mutter seiner Kinder und eben jene. Und so, ja. Ja, okay, die auch nicht. Also es sind insgesamt 4 Personen in diesem Haus. Mit mir 5. Ausgezeichnet. Nein, ich habe mich ja schon mit ihm geprügelt. Bist du doof? Ich habe mich mit ihm geprügelt. Aber ich habe mich nicht mit ihm geprügelt. Hallo. Trinkt er mal ein White Russian oder was? Gibt's heute was zu feiern? Na, hau rein. Ja, Prost. Prost. Du kommst bei ihr an. Ja. Klopf, klopf. Und dann geht die Tür auf. Die Tür steht eh schon halb offen. Ja. Die ist gar nicht zu. Sehr gut. Ja, ich klopfe trotzdem einmal freundlich an, weil ich bin ja freundlich, und dann mache ich die Tür weiter auf. Mahlzeit. Raus. Hä? Du ziehst dich doch gar nicht um. Wir üben das jetzt nochmal mit dem Reinkommen. Ich bin doch drin, das passt doch. Raus. Wir üben das jetzt nochmal mit dem Reinkommen. Ich stell das Bier ab. Und setz mich auf den Sofa.
Also, wenn ich die Definition von drin habe, richtig interpretieren, dann bin ich drin. Hat doch geklappt. Nee. Wartet mal Also. kurz. Sprich weiter, aber ja. Mach dann so zwei Bier auf und reiche eins. Und grinst die halt frech an. Hallo? Also, Daddy. Ja. Ich habe jetzt versucht, Bilder dir ins Twitter reinzumachen, aber die sind im ODT-Dokument eingebunden. Das heißt, das ist mir einfach viel zu anstrengend, weil dann müsste ich die extra abspeichern. In jedem Fall! Ja? Warum haben wir eigentlich nicht die Sachen auf WordPress, die ganzen Gänger? Anmerkung, das könnten wir ruhig mal machen, auf jeden Fall. Kommen da jetzt also drei, vier Gänger hinter dir, die die Tür aufmachen. Zwei davon, einer davon ist ein Ork. Der andere ist einfach ähnlich gebaut wie ein Ork. Sieht aus wie die wahrhaftige Erscheinung eines grimmen Schnitters, das heißt böse. Die sich quasi nicht direkt dich flankieren, aber wenn die Tür so offen ist, in Richtung Gang quasi, so positionieren, dass es quasi wie eine Reihe ist, die dich hinausgeleitet. Dude, ich habe gerade gehört, sie meinte zu dir raus. Wir zeigen dir mal kurz, wo das ist. Das ist hier so zwischen uns. Ja, wir strecken mal die Arme hier so. Das ist genau da. Da kommst du jetzt hin. Ich fange wirklich an zu lachen, dann stehe ich auf und verbeuge mich vor der Lady und gehe raus. Was war denn das für ein Lachen? Sag mal, braucht ihr. Jojo, braucht ihr eine Feinrasur? Was willst du denn da noch fein rasieren? Keine Ahnung, was der noch so zu bieten hat. Ich auch nicht. Ich Ich sehe hab ihn. zumindest Augenbrauen. Stimmt. Und ich meine, das sind auch, der wird wohl Achselhaare, Brusthaare, Sackhaare haben, Arschhaare. Die Waden wird er sich auch nicht rasieren, hoffe ich. Keine Ahnung. Rasierst du dir die Waden, Junge? Komm und guck's nach. Jo, er macht den Hosenbein hoch. Ich nehme an, nein, ne? Also er macht jetzt mein Hosenbein hoch. Ja. Du, die letzte, die so vor mir gekniet hat, hat mir was anderes aufgemacht. Hohohoho. Er Jetzt macht macht eine sich Hose Jojo ein auf. Bier auf und guckt sich das Er an. macht eine Hose auf. Zieht sie Zieht sie runter. runter. Schön schlucken. Jo, er zieht deinen Schlüpfer runter. Ich nehme an, wie ist es denn mit Kabans Schamhaarfrisur? Ist die eher ungebändigt, gebändigt, frisiert, gänzlich kahl, Gefärbt. gefärbt? So what? Das sind wichtige Fragen gerade. Ja. Das ist leider keine Antwort. Es ist so ungebändigt. So. Natur belassen. Beauty. Jojo, wenn du nichts dagegen hast, Wild. Feinrasur. Du musst den Mund nicht zum Sprechen aufmachen, sondern zum Schlucken. Macht. Jo, du kriegst erstmal eine kurze Fatsche. Nicht so wirklich doll, aber halt so ein bisschen, ne? Und dann werden noch ein paar mehr kommen und dich abtransportieren. Du wirst sicherlich sagen, du wirst dich wehren. Definitiv. Wenn allerdings viele Orks kommen und ein paar Menschen, wird es immer komplizierter. Wir müssen das nicht auswürfeln. Denn statistisch werden Gib dich mir genug eine Leute irgendwann Zahl. packen. Gib mir eine Zahl, wie viel ich mitnehme, bevor sie Ich muss mich jetzt mitkriegt. allerdings ganz kurz intervenieren. Jojo Apropos. wird. Jojo wird. Gucken und wenn sie das Gefühl hat, dass Kaban mit der Situation aufgrund vergangener Ereignisse nicht zurechtkommt, also wenn da tatsächlich irgendwas ist, dann ist Abbruch. Also, sobald die versuchen, quasi mich zu schlagen und zu. Vor Nicht allem, wenn schlagen. Nee, sie. nee, 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 das machen die nicht. Was die machen Vor allem, wollen, ist die dich mich. mitnehmen. Ja, sobald die mich festhalten, und am besten auch noch in einen Raum transportieren wollen, vergiss es. Dann Juti, gibt dann. Jojo Abbruch. Das wird mindestens ein. Also, er wird zuschlagen, und zwar richtig. Na, Nee, das nee, ist ja dann. sowieso okay, aber. Das, wenn Jojo das Gefühl hat, dass das nicht, dass es umschlägt, dass die Situation umschlägt, dann ist sofort Ende. Okay, ja, das wird sie. Für sowohl deine Autorität als auch den Gangfrieden wäre es aber vermutlich angebracht, wenn Kaban sich selbst eine Feinrasur verpasste, denn er hat sich gerade relativ unangenehm benommen.
Sie werden ihn nicht packen, dazu zwingen und in einen Trog schmeißen, wie das mit anderen gemacht wurde. Aber es wäre auch komisch, wenn er unrasiert dort hinaus ginge. Dann wird mein Julian... Das heißt, sie werden ihn loslassen auf deinen Geheißen. Die werden auch gehen, aber das verursacht halt schon Unmut. Ich weiß, das klärt Julian aber mit ihm selbst. Ja, ja, aber ich meine, dass du das jetzt halt mit ihm klärst, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, sie werden ablassen, sie werden gehen und grummeln. Du wirst nur noch mal so eine Hinterkopfklatsche kriegen. Von dem Typen, dem du gesagt hast, hier schlucken und so. Und der wird natürlich seinen Ring dazu nicht abnehmen. Und dann werden die gehen. Die Jungs verstehen auch immer weniger Spaß. Die haben noch nie mehr Spaß verstanden. Dir ist klar, dass du um die ganze Sache nicht rumkommst, oder? Du kannst das stilvoll selbst machen. Das hat mehr Stil, glaub mir. Ich muss da auch schon durch. Nein. Gott, du ihr kannst und eure komischen auch, Riten. Ja, du kannst auch die ganze Sache von Soja erledigen lassen, wenn du das möchtest. Na, Soja ist wer? Sie zeigt ihm ein Bild. Es ist eine ältere Orkin. Wie alt ist sie? Die ist um die 30. Also aber schon älter von Orkin, aber es ist halt die Gang Mutti-Nutte. Das heißt, die Hälfte ist so ein paar Typen, besteigen die gern mal. Die andere Hälfte ist ja aber älteren auch die Typen. Warte. Die andere Hälfte ist auch die Mutti, die viele Gänger halt nie hatten, die sich ein bisschen kümmert, bei der man sich mal ausheulen kann, die dort schon lange ist und auch Erfahrung hat und auch mal so einen Gänger trösten darf, dass er das zulässt, weißt du? Die hat ein gewisses Sexappeal für einen Orkin in den Alter behalten, auch weil ihr vielleicht mal ein bisschen was bezahlt wurde an Modifikationen, ne? Aber auch nicht zu viel. Nein, 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 dann gibt's also das und nicht. Die sich auch um die Kinder kümmert. Ja, nein. Dann werde... Hast du was gegen die weibliche Form deiner Rasse? Nein, aber sie ist alt. Okay. Moment, ich hab die Wahl. Die ist ungefähr so alt wie du. Und Jojo, Ich meine natürlich. Nein, das gute Stück gehört Freya. Ja gut. Also du kannst es auch selbst machen, das ist kein Moment, Problem. Moment, aber seinen Rücken kann er nicht selbst rasieren. Bitte was? Seinen Rücken und seinen Arsch kann er nicht selbst rasieren. Achso, nee, Rücken und Hintern kannst du nicht selbst machen, das ist richtig. Ernsthaft? Ihr kommt wirklich komplett? Ja klar. Feinrasur, mein Freund. Komplett alles. Glaub mir, danach wirkt der Penis direkt viel größer. Der muss nicht größer wirken. Was sollte er? So klar. Sehr schön. Ihr habt echt einen Arsch offen. Ist euch, das ist euch schon aufgefallen. Ihr habt euch einen Arsch offen. Das ist euch schon aufgefallen, oder? Da mussten wir alle schon durch. Ihr habt einen Arsch offen. Ja, du auch. Was? Er wollte dann mal eine Hose spielen. Ja, aber... Ne? Na was? Na, du weißt doch, wo du hier bist. Ja, ein dummer Spruch. Wird er sich wohl fangen dürfen? Natürlich, aber du darfst dir dann auch die Konsequenzen fangen, ganz einfach. Ja, Gott. Ja, dann schickst du ihn mal rüber nachher für die hinteren Teile. Oh Mann. Ja, bringst du mir jedenfalls ein Bier vorbei? Bitte? Bringst du mir jedenfalls ein Bier vorbei? Aber selbstverständlich mein offenes Bier. Mein offenes Bier steht da hinten noch. Wir gehen gleich in den Gemeinschaftsraum, da findet das Ganze statt. Wie jetzt? Na, immer. Vor allem? Ja, klar. Die da sind. Ihr habt doch echt einen Arsch offen. Aber selbstverständlich darfst du dabei Bier trinken. Stoßen auch alle mit dir an, das ist kein Problem. Na dann. Jedenfalls gibt's Bier. Ja, klar. Und danach gibt's noch einen Schnaps. Ja, Carbon fängt an, die restlichen Klamottenstücke, die sie noch an ihm gelassen haben, auszuziehen. Und aufzufalten. Er ist ein ein reinlicher Ork. Rasierschaum? Kriegst du alles. Sehr schön. Moment, Rasierschaum, die anderen haben sich aber gewachsen, ne? Ja, stimmt. Gewachst. Ja, ja. Ja, ja. Du bist doch ein Mann, oder? Also außer der Kopfhaut, die wurde nicht gewachst. Die wurde rasiert.
Das da unten, gewachst. Oh ja. Habt den Arsch offen. Danach, ja. Du kriegst dafür so viel Alkohol, wie du willst. Ich brauche ein Schmerzedito. Was bist du für Alkohol. eine Muschi? Also mal im Ernst, du hast irgendwie Schüsse abbekommen. Ja, das Und stimmt auch allerdings. wenn das Wachsen sicherlich nicht eben die schönste Erfahrung des Lebens ist. Kaban war quasi ein Also ich Söldner. glaube, Er hatte satt wachsen. Splittergranaten, die vor ihm explodiert, nicht direkt vor ihm explodiert sind, weißt du? Komm schon. Deswegen habe ich dir ja auch Zoja angeboten. Das ist einfacher, wenn man das dann nicht selbst machen muss. Ja, okay. Dann, ich dachte rasieren. Oh Gott, ihr seid am Arsch. Mit euren Riten. Ja, dann, holt sie mal ran. Das ist doch ja. Da. Kein Problem. Ja, wie gesagt, er ist dann jetzt auch fertig mit Ausziehen, also von daher würde der dir auch ganz, ganz normal folgen. Jetzt doch, oder was? Na klar. Feinrasur! Was willst du? Willst du ein Bierchen? Willst du ein Schnäpschen? Sowohl als auch. Ah ja, der Junge. So, deswegen haben wir dich verschont, weil ihr wissen, du weißt Bescheid. So, da kriegst du ein Bier, da kriegst du einen Schnaps. Ja, Schnaps weg, Bier hinterher spielen. Beides weg. Beides leer. Ja. So, dann drehen sich alle gemütlich um. Viele von denen, bei denen siehst du auch, dass die Kopfhaut noch nicht unbehaart ist zwingend, aber das Haupthaar braucht, um nachzuwachsen, ebenso wie Augenbrauen oder Bart. Wimpern haben alle noch, Mann, sind die nett. Ich ordere schon mal quasi falsches Haar für, also eine Sprühhaar quasi für die Augenbrauen. Ich muss das meiner Freundin ja irgendwie erklären. Ja, und dein Brusthaar entfehlen, das musst du nicht auch klären, oder was? Das hat er ihr zum Das. Gefallen gemacht. Genau. Eben, aber Augenbrauen klingt komisch. Ja, und dann fange ich doch damit einfach mal an. Und ja, ich möchte, und wenn es nicht anders geht, möchte ich sogar ein Edge dafür opfern, dass ich nicht schreie. Oder sowas. Wie so die Leute immer auf den Videos, wenn die Brusthaare abgerissen kriegen. Also ich mag, das mag jetzt, ach keine Ahnung, das Ding ist folgendes. Ich habe das Wachsen ausprobiert. Ich habe es nur am Unterschenkel ausprobiert. Und ich habe meiner Ansicht nach auch dichteres Beinhaar als eine Frau. Das stimmt. Meiner Ansicht nach übertreiben die Leute, aber die Leute übertreiben allgemein bei Schmerz. Ich würde sagen, es geht, außer an der Poperze und Und im am Sack. Intimbereich. Da könnte es schon echt anstrengend werden. Da mach doch bitte mal erstmal, bevor du Edge opfern willst, unbedingt, ich meine, ich nehme das hier, ne? Mach doch erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Da war hier Charisma und Charisma und Willenskraft. Intimbereich. Genau, da habe ich dann Sie. richtig viele Würfel. Ich bin da richtig gut drin. Drei Erfolge. Wupp, wupp. Wieso schreit? Nee, schreien muss da keiner. Ich meine, klar, dass man das Gesicht verzieht. Aber ein Mann, der sich nicht dauernd den Arsch ficken lässt, darf auch mal das Gesicht verziehen, wenn er da irgendwie gewachst wird. Ja, das ist halt schließlich unangenehm, wenn da jemand an der Puppe jetzt rumfummelt. Ich meine, wenn du es gut findest, bist du schwul, das wäre auch nicht so okay gewesen. Sind ja Eben. Gänger. Juti. Ja, du bekommst eine wunderschöne Feinrasur. Es ist alles glatt und minimal gerötet. Super. Super. Ja, dann stelle ich mich vor dem Typen, der mir das eingebrockt hat. So. Nein. Ach Mann. Jetzt gerade auch keine Zähne mehr, Haare mehr zwischen. Nein. Ja, ist okay, Chefin. Er nickt. Ich grinse ihn an, so wissend so quasi, dass er genau versteht, was ich ihn gerade nochmal reindrücken wollte. Hey, warte mal, bevor er das rübergeht. Ich hätte was für dich. Er gibt dir eine Nummer. Okay. Und was soll ich damit tun? Musst ja nicht vor Jojo oder so, aber es ist einfach, überleg's dir halt, ne? Dann setzt er sich wieder zu den anderen und sie gucken Combat Bike. Wer war das eigentlich? Konstantin. Alles klar. Ja, ich gehe dann zurück zu meinen Klamotten, ziehe meine Klamotten wieder an und Ja.
Ja, die Nummer, das ist wahrscheinlich irgend von so einer Schülerstörung, denke ich mal. Die Nummer ist die, die bei Dr. Baryshnikov immer unten eingeblendet wird. Gerade bei den Dingen, wo es darum geht, den Penis optisch oder auch tatsächlich physisch eine Form und Größe zu geben, die eine Frau eher begeistern könnte als das, was bereits vorhanden ist. Gut, dass ich sowas nicht brauche. Und? Das hat er offenbar anders empfunden. Schön zu wissen, dass er diese Nummer ja hat und anscheinend wohl gebrauchte. Die hat jeder, der einmal Spam von ihm empfangen hat. Also Das ist du vor egal. allen Dingen. Nein, nein. Nee, ich hab den noch nie. Keine Ahnung, wie der nach Moskau gekommen ist. Ich meine, Polen ist ja schon weit weg. Es ist immer ein halber Eben. Tagesauto fort und so. Anderthalb Tage. Aber. Bier. So, und jetzt fühlt ihr, mit diesem Ritus fühlt ihr euch jetzt alle besser, oder was? Ich dachte, du bist schon weg von denen. Nee, Ist ich ja bin ja auch, sie ist bei Jojo. genau. Ja, okay, dann safe. Das muss ich irgendwie Damit Freya nichts zu erklären. tun. Das muss ich irgendwie, er streicht sich über die Augenbrauen, das muss ich irgendwie Freya erklären. Sag einfach, du wolltest ihnen Gefallen tun. Vielleicht Die mag sie das Augenbrauen. ja. Die Augenbrauen. Ja, das war ein Unfall. Ja, mal schauen. Das kriege ich schon irgendwie geregelt. Ja, die Jungs verstehen einfach keinen Spaß. Doch, die verstehen eine Menge Spaß, aber ich sag mal, ist es okay, wenn du zwischendurch den Macho raushängen lässt? Es kommt nur darauf an, wo und wie du das machst. Naja, ist ja alles gut gelaufen. Ja, ich hab nur auch keinen Bock auf jetzt irgendwie Stress hier oder so, deswegen. Ja, passt schon. Denke, dass er. Naja, pass auf, Kaban. Es ist einfach. Hier ist Hausrecht. Verstehst du? Dass die hier ausreden, sonst hätte ich sie nie mehr im Leben Ja, aber gelassen. du hast öfter mal einen Ton am Leib, auch den Jungs gegenüber, der nicht so richtig angemessen ist, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht das erste Mal, dass das so ist. Das ist, wie gesagt, wenn wir so unterwegs sind, ist das prinzipiell alles okay und mir ist das egal. Und gerade wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind, ist das alles easy. Aber es ist was anderes. Hier ist das was anderes. Ja, okay, ich versuch's zu bessern. Okay, ich meine, ist alles safe und alles gut zwischen uns, bla, alles easy. Mit mir kannst du so reden, mir ist das egal, ich kenne dich lang genug, aber die Jungs nicht. Und wenn wir alleine sind oder wenn wir irgendwo anders sind, alles safe, aber hier ist es halt. Ne? Passt schon. Kriegen wir hin. Alles klar. Cheers. Cheers. Ah, Gott. Ich habe heute mit Agatha gesprochen. Agatha? Agatha. Okay. Agathe, ja. Die hat mir eine Nummer von jemandem gegeben, der mich eventuell weiterbringt. Okay. Aber wenn ich meinen Kontakten so Glauben schenke, also die erwähnt noch ein bisschen weiter, also den ersten, den ich halt anrufen konnte, der hat mir das halt gesagt. Ist das wohl ein Shiphead oder sowas? Also ich weiß nicht, ob das so. Wie gut kennst du den Typen? Also der ist genau die Konkurrenz von ihm. Also von daher kann auch sein, Das ist die dass er. Konkurrenz von ihm. Ja, ist das halt übertrieben hat, ne? Aber. Was ist denn das? Ist das Schieber oder was ist das? Schmuggler sind das. Schmuggler. Hm? Das ist die Frage, ob du dem glauben kannst. Eben, deswegen habe ich jetzt noch eine andere Connection mal drauf angesetzt. Mal gucken, was die rausfindet. Über ihn. Der Typ, um den es geht, ist auch ein Schmuggler. Ich kann mich mal umhören, wenn du willst. Klar, gerne.
Pierce heißt Also, der Typ. ich kann mal hier, kann mich hier mal umhören. Vielleicht kennt ihn jemand. Also, es ist nicht so, als ob man nie mit Schmugglern zu tun hätte. Ja, das stimmt, ja. Das habt ihr wohl. Deswegen. Wir müssen, ich denke, das habt ihr wahrscheinlich auch schon übelst mitgekriegt, aber Aztec geht ja gerade momentan richtig steil. Ja, ich weiß. Gut. Ja, es ist, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also meine Quellen, also ne, ich meine, Konstantin kennst du ja, ne? Ja. Also der Ja, sagt. wir haben zusammen deinen Geburtstag gefeiert. Ja, richtig, stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Dieser Abend. Übel. Gut, dass ich mich ansatzweise an Freya erinnern kann. Ja. Ich glaube, sie erinnert dich auch immer daran, dass es, ne? Siehst du. Es eskaliert, ja. Wie läuft's eigentlich? So, ich denke ganz gut. Ist das jetzt eigentlich, also, wie darf ich mir diese ganze Nummer jetzt vorstellen, nur damit ich das so ungefähr weiß? Also, ich weiß, eigentlich geht's mich nichts an, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Mühe ich mir gebe, wenn du verstehst, was ich meine. Unser Job bringt es natürlich mit, dass man solche Beziehungen schwierig aufbauen kann, das ist richtig. Na, Aber also es kommt halt drauf an, es tut ob. ganz gut gerade. Also momentan ist es so, wie es jetzt ist, ganz gut. Und ich hätte es jetzt auch gerne so weiter. Okay. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich da irgendwie, aber es ist halt. Nee, ist Ich weiß, es geht mich berechtigt. eigentlich nichts an, aber es ist halt. Ich weiß ganz gerne, wo ich dran bin, wenn ich sie öfter mal sehe, weil ich dann auch einfach weiß, wie viel Mühe ich mir geben muss. Oder auch nicht. Ein bisschen Mühe. So wie ich mich hier benehmen muss, musst du dich da eventuell dann auch benehmen. Na, das mache ich doch eigentlich, oder? Ja, siehst du. Benehme ich Ja, mich daneben? Du musst Habe mir ich, sagen, wenn ich mich hab, daneben benehme. Du kennst hab sie ich mich besser als ich. beschwert? Habe ich mich beschwert? Nein. Also, Nein, alles hast gut. du nicht, aber ich weiß auch, dass ich nicht immer unbedingt so sensibel bin, wie ich vielleicht sein sollte. Passt schon. Ich werde dir dann schon eine Dose Bier an den Kopf werfen. Alles klar. Den Code kenne ich. Das ist eigentlich der Code für hör auf, so eine Scheiße zu labern und fass das Ganze in Worte, die man noch versteht. So ungefähr, Alles ja. klar. Das ist universal. Halt die Fresse. Nee, also das ist schon. Ist ganz praktisch, mal Ja, jemanden zu ich haben. stelle es mir nur schwierig vor, ehrlich gesagt, weil sie einfach überhaupt nichts wissen darf. Naja. Man muss halt ein bisschen. Wie das hier jetzt zum Beispiel, wie ich das erklären soll, ich habe keine Ahnung. Bitte? Wie ich das hier zum Beispiel, er zeigt nochmal, an sich runter erklären soll, ich habe keine Ahnung. Das hier jetzt? Kannst du einfach sagen, du hast eine Wette verloren. Das ist gut. Ja, das können wir machen. Ja, also einfach eine Wette verloren. Punkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zur Not hast du eine Wette mit Gandhi verloren. Dann fragt sie nicht weiter nach, weil sie nicht mag. Stimmt. Ja, Siehst du? die Frage ist, warum ich dann mit ihm gewettet habe. Naja, ist egal, passt schon. Was? Eine Wette. Warum du die Wette eingegangen bist? Na, weil du dich abends mit ihm getroffen hast und irgendwie ihr zusammen ein Bierchen getrunken habt, und dann kann doch mal was sein. Also. Und wenn es nur darum ging, dass ihr gewettet habt, dass er, dann ist sie vielleicht noch ein bisschen entrüstet und fragt nicht weiter nach, sich die Telefonnummer von irgendeiner Bitch besorgt wollte und du gewettet hast, dass er es nicht schafft. Zum Beispiel. Nee, eigentlich nicht. Keine gute Idee. Nee, ich glaube Dann will sie dann hinterher mit mir reden darüber. eben, das ist keine gute Idee. Ja. Sie ist da ja sehr Familienmensch. Nee, ich finde das schon eine vernünftige Ja, eine Lösung, denke verlorene Wette ist immer gut. Und ich. wenn, dann war es einfach irgendeine blöde Wette. Das kann ja auch sein, das weiß ich. Ja. Und wenn es heißt, du solltest irgendwas in, keine Ahnung, Becher spucken oder so ein Scheiß oder wer das Billardspiel gewinnt oder irgendwie sowas. Verlorenes Billardspiel, Wette, Punkt.
Du weißt, dass ich kein Billard spielen kann, oder? Dafür würde ich nicht sowas wetten. Ja, eben, deswegen hast du ja auch verloren. Ja, aber da will ich doch nicht drauf wetten. Vielleicht, wieso? Vielleicht kann er das auch nicht. Ha. Ja, egal, das kriegen wir schon hin. Ja, ich sag ja nur, sowas geht immer. Dart, Billard, irgendwas. Ja. Karten, Poker, wie auch immer. Poker. Ihr habt um irgendwas gespielt, du hattest nichts mehr, und dann hast du halt darum gespielt und hast verloren. Ja, es gibt genug Gründe. Das ist eine sehr gute Idee. Da muss ich Siehst mir noch du? was Vernünftiges einfallen lassen. Das fühlt sich Also kann man. echt seltsam an. Das fühlt sich alles echt seltsam an. Gott. Keine Ahnung, Wie ich kenn's nicht anders. sind die Idioten drauf gekommen? Mit der Feinrasur. Ach, das ist eigentlich eine sehr alte Sache. Das gibt's schon ewig. Es wurde nur stellenweise eigentlich immer wieder ausgesetzt und das war mal dann eine Weile quasi die Strafe dafür, wenn jemand die Kinder geweckt hat, dann gab es eine Feinrasur. Oha. Du hast übrigens keinen gesehen, der noch ausgesprochen langes Haar hatte. Außer Jojo. Keinen einzigen. Und Jojo, weißt du, dass sie am Körper außer Haupthaar nichts hat und dass sie dort aber, ich meine, die Haare innerhalb von einer Woche nachwachsen. Und sie hat keine Dreads mehr, ich meine. Oha. Bekloppten Leute. Gut, und was gibt's bei dir so Neues? Nichts eigentlich. Das Diesmal ist sind nicht auch viel. keine Kinder geboren worden. Plötzlich, ja eben. Nee, keine Kinder und nichts eigentlich wirklich Wichtiges. Das ist ja super. Irgendwie was Neues gehört für irgendwie diesen Job oder sowas? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wegen welchem Job? Ne, irgendein Job. Nein, bis jetzt nicht. Ich denke, das wird irgendwann mit demnächst teuer. Was wird teuer? Wenn ich den Typen finde und dann noch ein paar andere Sachen regeln Dann muss. sagst du Bescheid, wenn es nicht geht. Ja. Ein bisschen auf der Kante wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber wir finden eine Lösung dafür, also so ist es nicht. Eben. Aber ja gut, erstmal muss der Typ sich sowieso erstmal melden und dann mal gucken. Welcher Typ muss ich melden? Der Schmuggler. Genau. Ich habe ihm auch schon mal auf die Mailbox gequatscht, quasi. Ohne irgendwas Wichtiges zu sagen, halt. Nur, dass ich einen Job für ihn habe, vielleicht. Ich werde nicht mehr erkundigen, ob den jemand hier kennt, aber wahrscheinlich nicht. Ja, mal gucken. Scheint auch nicht. Also, wenn der wirklich ein Shepherd ist, dann hat er auch wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Weiß ich nicht, also wenn er wirklich ein etablierter Schmuggler ist, ich schätze Agathe eigentlich nicht so ein, dass sie den Chiphead vermittelt. Die wirkt nicht so, als würde sie das tun. Na, ich weiß nicht, also sie war ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist, war nicht so, ja, begeistert von meiner Art und Weise. Sie hat den Handwerker erwähnt. Sie hat ein Handwerk erwähnt. Unter anderem, also den Handwerker, Sandman, Vicky. Na gut, sie wird schon wissen, also sie wird ihre Quellen haben. Ja, richtig, also, ne. Ich habe erstmal so getan, weil Vicky wollte ja irgendwie nicht, dass wir sie darauf stoßen, dass ich Vicky nicht kenne, aber ich weiß nicht, ob das. Du kennst mich ja. Keine Ahnung, ob das so geklappt Ja, hat. und ich weiß, dass du nicht unbedingt der Geschickteste bist in solchen Gesprächen. Was soll das denn jetzt heißen, hä? Reich mir lieber mal ein Bier. Sie gibt dir ein Bier. Und das soll einfach heißen, dass du manchmal zur falschen Zeit versuchst, Informationen zurückzuhalten. Zumindest ist mir das aufgefallen. Du bist extrem unkonkret, obwohl du dir relativ sicher sein kannst, dass die Leute eigentlich schon wissen, was und es nur von dir hören wollen. Oder dass die Leute bestimmte Dinge schon erahnen und es eigentlich nur noch mal von dir hören wollen, weil sie wissen wollen, ob du es ehrlich mit denen meinst. Es kommt sicherlich auch mal irgendwann der Punkt, an dem man zu viel sagt, das ist richtig, aber ich glaube,
Also es gibt, glaube ich, einfach irgendwie einen Punkt, an dem es besser ist, mal mit offeneren Karten zu spielen, als immer nur alles zurückzuhalten. Möglich, aber gerade das, ich weiß nicht, also bei einer Fremden das sozusagen, war mir ein bisschen zu. Ich weiß das schon, aber wenn sie dir das schon an den Kopf schmeißt, dann hat sie ihre Hausaufgaben gemacht und dann weiß sie das auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Und dann ist es, also finde ich zumindest, ob es jetzt die richtige Lösung ist, klar, man kann damit auch auf die Schnauze fallen, aber man kann mit allem auf die Schnauze fallen. Und ich glaube, wenn ich jemandem quasi andeute oder jemandem auf den Kopf zusage, dass er mit bestimmten Dingen in Verbindung steht oder dass ich bestimmte Antworten haben will, bevor ich ihm helfe, dann erwarte ich, dass jemand mir diese Ehrlichkeit gegenüber oder diesen Vertrauensvorschuss quasi gibt, damit ich ihm überhaupt helfe oder damit ich weiß, dass er dieses Risiko ein oder dass ich dieses Risiko dafür einfach eingehe oder dass ich dafür überhaupt Arbeit auf mich nehme. Also zumindest bei mir ist das so. Ich meine, ich informiere mich auch über Leute, wenn ich mit denen zusammenarbeite, irgendwie, also jetzt in anderen Bereichen, aber ich erwarte auch, dass sie einigermaßen ehrlich zu mir sind. Und wenn sie die ganze Zeit nur um den heißen Brei herumreden, dann mache ich nichts mit denen, weil ich dann mir nicht sicher sein kann, ob sie mir nicht woanders auch Scheiße erzählen. Stimmt. Es Ja. wirkt nicht vertrauenswürdig, wenn du weißt, was ich meine. Wie Ja, gesagt, das gilt möglich. nicht für alle. Und wenn die Leute relativ zwielichtig sind und es gibt den Punkt, an dem man besser nichts sagt oder irgendwie, aber wenn man konkrete Antworten, es gibt auch einfach Zeitpunkte, wo man konkrete Antworten geben muss. Und du musst nicht sagen, ja, hey, hier, ich will die Leute, weil das und das und das passiert ist oder irgendwas anderes, aber sowas, ne, weißt du schon, was ich meine. Eigentlich bin ich auch die Falsche, die dir jetzt hier was erzählen sollte. Ja, vielleicht, aber Menschen sind halt alle scheiße. Also, Metamenschen, nicht nur Menschen. Bitte? Ich habe gesagt, Menschen sind halt alle scheiße, aber nicht nur Menschen, sondern auch Metamenschen. Also, ne, als wir alle. Ja. Da lobe ich mir doch einfach klare Anweisungen und einen vernünftigen Weg. Ich weiß nicht. Bin ich so der Typ fürs Blabla. Bla bla, was hat das mit bla bla zu tun? Richtigen Wörter zur richtigen Zeit. Bitte? Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Naja. Ich auch nicht, aber. Nun, egal. Reden wir nicht mehr von der Arbeit. Wovon willst du denn sonst reden? Habe doch keine Ahnung. Party. Muss man auf andere Gedanken kommen gerade. Party. Ja, es ich war noch nie so nah dran wie jetzt, quasi. Hast du dir schon überlegt, was du machen willst? Also, wenn du einen konkreten Hinweis bekommst, wo sie sind oder sowas, was willst du dann tun? Ich versuche die Leute zu fragen, wer zu dem bestimmten Zeitpunkt da war. Und du glaubst, dass sie dir das sagen werden? Nicht freiwillig. Und wie gedenkst du, dich ihrer habhaft zu machen oder irgendwie so weit zu kommen, dass du mit irgendwem reden kannst, dass er dir auch Antworten gibt? Ist eine sehr gute Frage. Das solltest du dir überlegen. Entweder ich werde die irgendwie, also er wird irgendjemanden, der da in die Daten reinkommt von dem Laden, ja, dazu bringen, dass er mich reinlässt, damit ich die Namen kriege, die ich brauche und die Du willst Aufenthaltsorte. zu den Söldnern gehen. Ja. Also, Ich du werde willst dich tot. da rein als quasi undercover sozusagen. Nein. Okay, das hat sich so angehört. Undercover ist nicht so wirklich meine Geschichte, meine Stärke. Ich weiß. Siehst du?
Aber ich werde wohl irgendwie einen mir raussuchen können, Verbindungsoffizier oder Nachschubsoffizier oder so, der irgendwelche Aufzeichnungen hat von irgendwelchen Operationen beziehungsweise irgendwelchen Namen von irgendwelchen Aber warum Abteilungen. sollte er die geben? Wenn, dann musst du ihn kaschen. Ja, der wird das entweder nicht freiwillig tun oder er wird einen Grund dafür brauchen, mir die Namen zu geben. Naja, Und dafür diesen gibt Grund es muss ich ihm genau geben. drei Möglichkeiten. Entweder Erpressung, Bestechung oder du presst die Antworten aus ihm raus. Richtig. Wobei ich momentan Erpressung oder Bestechung vorziehen würde. Bestechung, glaube ich, kannst du vergessen. Das denke ich auch. Hat er gerade gesagt, der bevorzugt nicht die Folter? Ja. Ich bin überrascht und begeistert. Fahrt fort. Momentan ist Folter eher so bei mir ein Hemmnis. Hat man bei der Tussi nicht so gemerkt. Ja. Das war ganz kurz danach. Ich glaube, das sei ihm Ach so, gegönnt. na dann, okay. Außerdem war das in Action und nicht so überlegt, was tue ich gerade. Wenn ich vor dem Typen stehe, vielleicht folter ich ihn trotzdem. Ja. Pass auf, Kaban. Wenn es darum geht, irgendwie im Hintergrund irgendwas zu machen oder sowas, bin ich dabei, das weißt du. Aber ich möchte mich ungern direkt mit diesen Typen anlegen. Das Das muss ich muss dir ich dir ganz ganz ehrlich ehrlich. sagen. Das ist eine Ganz Geschichte. direkt möchte ich das auch nicht. Das wird viel zu gefährlich. Nein, aber selbst wenn du sagst, du willst den Typen dir kaschen oder irgendwas anderes, ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, nein. Wo ich für mich sagen muss, nein. Ich kann mitkommen, wenn es darum geht, irgendwie in die Nähe von diesen Typen zu kommen oder sowas. Ich habe auch nichts dagegen, da irgendwie ein bisschen was zu machen. Aber wenn du wirklich sagst, du willst dir einen von den Typen kaschen, ist, glaube ich, da der Punkt erreicht, wo ich für mich sagen muss, nein. Ja, wir schauen mal, Ich wie weit sag's es dir dann wird. nur, Ja, weil ich. ich will dich da auch so mal weitestgehend gar nicht reinziehen. Ich weiß, aber das ist einfach ein Punkt, auch wo ich denke, dass das eine Nummer zu hoch für mich ist, zu groß für mich ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Nummer zu groß für dich. Möglich. Aber ändern kann ich es nicht. Nein, ich weiß. Und ich weiß auch, dass du das wahrscheinlich für dich machen musst. Und ich kann es verstehen. Glaub mir, ich kann es wirklich verstehen. Aber erstmal müssen wir so weit kommen. Oder muss ich so Ich weit kommen? weiß, ich wollte nur irgendwie, dass du dir darüber im Klaren bist, was du tust und welche Möglichkeiten du hast. Nicht, dass du dann dastehst und du denkst, ja, okay, jetzt bin ich hier und was soll ich jetzt machen? Oh, ich kann gar nichts machen, weißt du? Mal schauen, wir werden sehen. Also, ich denke, dass ich muss erstmal rankommen und dann kann ich die Leute überlegen, wie ich sie die dazu bringe. Ja, aber wenn, dann geh vielleicht verschiedene Szenarien durch, guck vorher, welche Möglichkeiten du hast und was du dafür brauchst. Weil, ich sagen wir mal, ich war schon in ähnlichen Situationen, wie du jetzt warst. Und ich bin zum Teil sehr viel unüberlegter an die ganze Geschichte rangegangen und das hat sich ziemlich gerecht. Okay. Also insoweit gerecht, dass ich dabei fast draufgegangen wäre. Darf ich wissen, was da passiert ist? Spikes damals. Warst du da schon in Moskau? Ich glaube schon. Ja, war ich. Ganz kurz, glaube ich, ne? Ja, ich hatte sie, glaube ich, Das gerade hat er aber gekämpft. wahrscheinlich mitgekriegt. Die Spikes, weiß nicht, habe ich sie nicht kurz vorher sogar kennengelernt oder kurz danach? Nee. Ach so, du meinst Sojo.
Also als die Spikes mal, komplett ausgewiped hat. Die Spikes war doch Staffel 4 oder sowas? Das war Staffel 4, genau. Das waren die Einzelsessions. Staffel 6. Das war, also du hast war sie nicht, auf jeden Fall danach kennengelernt. Also ich sag mal, du warst vielleicht maximal gerade irgendwie 3 Tage in Moskau oder sowas in der Richtung, als das alles abging. Hm, okay. Spikes. Gut, aber mitgekriegt hast du das wahrscheinlich das schon. Das auf jeden Fall, das war eher groß. Es war diese riesen Explosion und der Polizeieinsatz und bla. Ja, überhaupt er überlegt kurz so Spikes. Das war doch mal eine Gang oder so. Wurde die nicht irgendwie, ist die nicht explodiert, ist die nicht deren Hauptquartier in die Luft gesprengt worden von der Polizei oder so? Ja. Was hast du damit zu tun? Na, es war vielleicht nicht ganz direkt die Polizei. Er guckt dich mit großen Augen an. Wie jetzt nicht ganz direkt? Na, also die Polizei war da und ich wusste auch, dass die Polizei kommt und es war auch beabsichtigt, dass sie kommt. Aber? Aber das Gebäude, also dass das da alles in die Luft geflogen ist, damit hatte die Polizei weniger zu tun. Du hast dieses Gebäude, du hast eine Bombe in diesem Gebäude gebaut. Bombe, ja, ja, sehr unelegant, aber ja. Wie hast du das gemacht? Ich meine, du kannst doch nicht einfach in ein Ganggebäude reinstürmen und dann reinlaufen und dann eine Bombe hinlegen. Das fällt doch auf. Ich wusste, wann ich wohin muss. Vor allem. Ja, natürlich ist es aufgefallen. Okay, was vielleicht aber auch daran lag, dass ich ein gewisses Interesse daran hatte, diesen dreckigen kleinen Wichser von Gangboss in die Finger zu kriegen. Warte mal. Du hast versucht, den Gangboss in die Hände zu kriegen. Ja. Und dann hast du alles in die Luft gejagt. Ja. Warst du irgendwie mit dem vorher irgendwie verwandelt oder wie auch immer, dass du da reinlaufen konntest? Nein. Aber die Spikes sind dreckige, kleine Idioten gewesen. Das waren absolute Du hast sie also hochgeballert. Nöten. Was? Du hast sie also ein paar Prospects geschnappt und hast dich da hochgeballert, oder was? Was? Ich habe mir keine Prospects mitgenommen. Ich war da alleine. Alleine? Du? Ich war nicht mal bei der Gang damals. Du willst mir gerade sagen, du alleine hast eine komplette Gang fertig gemacht? Ja. Holy shit. Ich war wütend. Es war unglaublich dumm, aber... Du solltest öfter wütend sein. Glaub mir, das sollte ich nicht. Doch, Mann. So wie du musst da unwahrscheinlich abgegangen sein. Outgame, du weißt schon, dass die Gang, also das weiß Kavan auch, dass die Gang jetzt nicht riesig war, ne? Ja, aber es sind mindestens 5, 6 Leute, / 10, 15 gewesen. Na, sagen wir so 15 schon, ja. 15, das 20. 18 sind, glaube ich, draufgegangen bei der Explosion. So, und das, was ich von daher, die Kampfkünste von Julio sind zwar nicht schlecht, aber sie sind nicht... Explosiv. Ich lege mich nicht mit 18 Leuten an und töte alle, ohne weiteres da rauszukommen. Touché. Das ist so, what? Ich bin ohne weiteres. Ja, also du bist da einfach reinmarschiert, hast einfach mal 18 Leute... So einfach war es nicht, ich bin nicht einfach reinmarschiert. Und ich wusste schon, habe schon vorher geguckt, wann ich wo wie hin kann. Und ich, ein paar kleine Infos hatte ich auch. Und Antidot und so. Aber ja, es war eine Antidot. Absolut dumme Aktion. Antidot? Du hast die Leute vergiftet? Ich habe die Leute nicht vergiftet, aber die Spikes haben damals viel mit Skorpion gemacht. Wow, okay. Da waren sie ziemlich bekannt für. Ja, das Ganze ist passiert, als ich ankam.
Ja. Stimmt, es musste so ungefähr um den Dreh gewesen sein. Wie Na, es bist war du? halt so mitten in der ganzen Sache zwischen uns und den Fleischern halt. Okay. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Also du kannst ja nicht einfach den Gangboss umbringen Im und Krankenwagen quasi. aber kein War auch nicht so Offizier. einfach. Aber kein Offizieller, oder? Nein, nein, die Bullen waren ja sowieso, wollten ja sowieso diese ganze Gegend stürmen. Das haben sie auch gemacht. Das Problem war nicht das Reinkommen, sondern das Rauskommen. Ich wäre wahrscheinlich auch rausgekommen, wenn ich den Gangboss nicht noch hätte haben wollen. Das war das Problem, aber er war auch der Typ, an den ich ran wollte. Okay. Und es, also sagen wir mal, ich wollte nicht nur, dass er stirbt, sondern ich wollte ihn persönlich dafür sorgen. Okay. Wir hatten noch eine Rechnung offen. Das habe ich mir schon gedacht jetzt gerade. Und Und als ich. wie hast du es geregelt, dass Aha. du da mit einem offiziellen Krankenwagen rauskommst? Die Bullen haben das geregelt. Und Schmiergelder. Puh. Scheiße, das kann nicht billig gewesen sein. War es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hatte einen Sponsor. Okay. Oder einen Gönner vielmehr. Shit. Naja, wie gesagt, ich will nicht, dass du unbedingt denselben Fehler machst wie ich. Deswegen sagte ich, überleg's dir vorher. Ich verstehe es, wenn du sagst, du musst es für machen, musst es für dich machen. Und das ist auch in Ordnung. Aber pass ein bisschen auf. Es ist schwer, echt beschissen, wenn du da jetzt irgendwie auch noch bei drauf gehst. Das hatte ich nicht vor, jedenfalls nicht am Anfang. Also wenigstens Ja, nehme ich ein paar das davon haben mit. viele nicht vor. Ja, Ja. das macht's nicht besser. Erstmal muss ich sie finden. Dafür muss ich erstmal an die Leute hier ran, die hier sind. Ich weiß, ich wollte nur, dass du genau weißt, was du tust. Und vielleicht nicht ganz blind an die Sache rangehst. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Ich wollte mich nicht einmischen oder irgendwas. Wenn es so wirkte, tut's mir leid. Nee, alles gut, alles gut. Und dafür, dass ich dich schon so weit in Anführungsstrichen reingezogen habe, hast du dir das ja auch verdient, deine Meinung zu sagen, also dass du was dazu sagen kannst. Und vor allem, wir sind jetzt schon seit einem Jahr, arbeiten wir und sind wir auch schon viel Freunde miteinander, also befreundet. Das ist schon völlig in Ordnung. Gut. So. Schmuggler, sagst du? Und eventuell Shiphead, aber ich weiß nicht, wie es so ist. Würde ich erstmal vorsichtig sehen, weil ich denke, wenn Chip hätte, dann wäre der kein guter Schmuggler mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Also wenn er so weit ist, dass er dich an die Typen ranbringen kann, wahrscheinlich. Dann kann er eigentlich kein so krasser Chiphead sein, oder wenn, dann kann er es trennen. Ich meine, auch du trinkst ab und zu mal Alkohol und lötest dich mal richtig zu. Und Ich würde niemals Alkohol trinken. Prost. weißt aber auch, dass du das nicht machst, wenn du einen Job hast. Und wenn es bei dem genauso ist, wenn er sich, selbst wenn er sich mal ein BTL reinzieht, weißt du, scheiß drauf, solange er weiß, wann er das tun kann, ist es doch egal. Das stimmt Verstehst du, was ich allerdings. meine? Ja, klar. Solange man das nicht auf die Arbeit abfärben lässt, alles gut, aber gut, bei BTLs ist es halt schwierig. Die Nicht sind zwingend. hart. Ja, aber weißt du, ich meine, ich habe mir auch öfter mal irgendwas reingepfiffen und ich habe es auch mit der Arbeit hingekriegt. Das Abhängigkeitspotenzial von BTL und irgendwelchen chemischen Drogen ist schon unterschiedlich, ne? Ja, okay, das ist richtig. Definitiv unterschiedlich. Also BTL. BTL hat, glaube ich, den höchsten Mindestwurf bei der Abhängigkeitsprobe überhaupt. Ja, okay. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube,
Warte, erstmal was vielleicht noch andere sagen. Ich höre mich auch mal um. Vielleicht finde ich was. Ich muss wirklich unbedingt drauf, damit rechnen, aber zumindest gibt es hin und wieder mal Infos über Schmuggler. Oder man arbeitet sogar manchmal mit welchen zusammen. Nicht oft, aber manchmal schon. Klar. Zur Not frag mal Fedor. Vielleicht weiß der was. Oder kennt jemanden, der was weiß. Ja, ich würde ihn ungern fragen, weil er kennt jetzt schon so, Du hast recht. ne, er kennt schon so viele Anhaltspunkte. Ja. Ansonsten musst du dir überlegen, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass er so krass verchippt ist, weil sonst würde der den Job nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ja, eben. Deswegen, das Aber ist halt auch schon so etwas, wo ich halt. und wenn du jetzt nicht sagst, der Typ, den du gefragt hast, ist wirklich, du bist dicke mit dem. Nicht so wirklich. Also, es ist. Er hat mich damals mit nach Moskau reingebracht und ja, also wirklich Freunde sind wir nicht. Dann, wenn du sagst, er ist Kon du hast ja gesagt, er ist Konkurrenz, dann kannst du nicht unbedingt auf das Wort vertrauen. Dann Eben. will er vielleicht auch einfach nur, dass du den Typen nimmst. Ja, deswegen habe ich ja weiter gefragt und momentan habe ich ihn angeschrieben, mal gucken, was passiert. Ne, vielleicht meldet er sich. Dann treffe ich den mal und gucke mir den selber mal an. Dann werde ich ja sehen, was das für ein Typ ist. Ja. Also gerade so ein Chip hat, wird schwierig. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wirklich. Weil wenn du an der Grenze stehst und hast deine BTS dabei, beziehungsweise hast du noch BTS im Kopf, das geht gar nicht. Oder diese hochgedröhnten Mood-Chips oder wie sie heißen. Schreckliche Dinger. Keine Ahnung, von BTLs habe ich mich immer ferngehalten. Ist vielleicht auch besser so. Das ist nicht mein Ding. Drogen retten Leben. Was? Drogen retten Leben. Ja, eben. Drogen sind gut für Wir dich. wollen mal kurz realistisch bleiben. Ich Ja. bin auch kein VR-Typ. Ich habe mir auch noch nicht einmal im Leben einen Simson-Film reingezogen. Ernsthaft nicht? Warum nicht? Weil ich das nicht ausstehen kann. Ernsthaft? Simpsons sind echt super. Nee, nicht für mich. Was soll das denn heißen? Das sind doch nur ein paar Wellen in deinem Kopf, die dir vorkommen und du wärst. Ne? Würdest nicht liegen, sondern stehen. Oder halt fliegst halt neben jemandem Ja, aber her. da stehe ich nicht besonders drauf. Ich stehe nicht darauf, wenn mir Dinge irgendwas vorgaukeln oder sowas. Das ist. Das kriegst du ja gar Nee. nicht mit. Ja, eben. Noch schlimmer. Ich weiß ganz gerne, was mit mir passiert. Kannst du ja eine Kamera neben dein über dein Bett legen. Was ist dann, wenn. Trotzdem. Du bist seltsam. Junge, da warst du noch nie richtig in der Matrix. Muss ich ja auch nicht. Ich bin keine Hackerin. Nee, aber das ist doch ein völlig anderes Erlebnis. Aber ich brauche das nicht. Du musst ja nicht gleich heiß reingehen. Trotzdem brauche ich das nicht. Ja, ist ja nicht schlimm, das ist ja okay, aber ich kann es halt einfach nicht verstehen, weil das ist halt einfach so. Ja, als wenn du sagst, ja, ich brauche ja kein Auto fahren. Keine Ahnung, ich finde, das ist was anderes. Also wirklich noch nie, das komplette Leben noch nicht? Also selbst als Nein. Kind, warst du nicht auf so einer Elitärschule, Dingsbo, Eliteschule? Gibt es da nicht diese Trainingsprogramme auch in der VR? Ja, gibt es. Aber das machen die erst mit 16, ab 16. Du warst noch zu jung, hm? Okay. Ja. Na, ich habe zum Beispiel
Wir haben unsere Kampferfahrung und so weiter komplett VR gemacht, die ganze Manöverplanung und so weiter. Das ist doch, also, ne, jedenfalls die Grundlagen und Trainings halt. Dass du halt die richtigen, ja, Skills halt nicht triffst, wenn du halt in der VR bist, aber so Taktik und so weiter lernt man doch, also, lernen wir da immer, haben wir immer drüber gelernt. Das ist völlig normal. Mag sein. Aber VR oder Matrix oder dieser ganze Kram ist keine Ahnung. Ich habe das nicht als so positiv mitgenommen irgendwie. Kaban, es gibt ja einen Unterschied zwischen Menschen, die einfach auf Dinge nicht stehen oder einfach Dinge nicht brauchen oder mögen. Und dann gibt es Sachen bei allen Menschen, die sie aus tiefer liegenden Gründen nicht tun oder nicht mögen, die sie ablehnen, bis auf den Grund, denen sie nie nachgehen würden. Und Jojo und VR, also auch Simpson, sind wohl quasi sowas. Also die würdest du auch nicht, wenn ihr Leben davon abhängig da reinkriegen. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Deli? Ja, ich muss einen Knopf drücken, um zu reden. Scheiße. Ich rede Ja. und rede und Sag rede. mal, hast du zu wenig White Russian getrunken? Ja, nee, also das Na, dann ist nimm noch mal einen okay. kleinen Stück, würde ich sagen. Nee, der ist gerade leer. Ja, dann machst du dir einen neuen. Ich bin auch schon dabei. ja, ich muss mir gleich einen Du neuen machen, weißt aber das doch, ist. dabei sein ist alles. Ja, aber was ich sagen wollte, ist halt, du merkst, dass er merkt, dass es dir halt, dass es nicht halt genau das ist, was du sagst. Quasi. Ich bin jetzt gerade echt raus. Du merkst, dass er merkt, dass das Du nicht das ist, bemerkst, was du dass sagst. Kaban, du bemerkst, dass Kaban begreift, dass dich und VR oder Simpson eine tiefe Uneinigkeit verbindet, die so tiefgreifend ist, dass es Gott nicht beschreiben kann. Ja, und dass er einfach mal auch merkt, dass du genau das tust, was er sonst immer tut. Gibt's ja keine Informationen raus gerade. Nicht nur das, Ne? sie verfälscht Informationen. Genau, Das das ist merkt sie genau das, was wahrscheinlich ich auch nicht was gerade, dass das zurück. nicht fair ist, was sie da gerade macht. Ja, genau. Sie hat nämlich gerade Kavan quasi das gesagt, dass man das nicht tut. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass es Zeitpunkte gibt, wenn man Ich sich würde mit. sagen, die Situation, die Jojo beschrieben hat, ist eine andere als die ihr habt. Ihr seid einfach gute Freunde und ich finde, Jojo sollte einfach mal bei dem, was ihr zusammen erlebt habt, das Maul aufmachen, sich überwinden und einfach mal ihre Schwächen eingestehen und nicht einfach die Bitch machen. Bäm. Sich einfach mal trauen, Schön, diesem schön, großen schön, schön. Kuschelork Nein, was zu nein, es ist erzählen. halt so, es liegt aber auch auf der Zunge, das so dir vorzuhalten mit so Ja, einem sie Schmitzen. merkt das aber auch Dafür bin ich doch gerade. da, Daddy, dass ich die Sachen für dich ausspreche, die du nicht aussprechen kannst. Ja, nee, das war so ein, das wollte ich ja auch gerade sagen, als du mich unterbrochen hast. Das ist quasi Verzeih. das, ja. Also, du merkst halt quasi, dass er halt, das bemerkt und sich gerade überlegt, ob er dir das jetzt vorhalten soll, was du ihm gerade vorgehalten hast. Ja. Also mit so einem leichten, süffisanten Grinsen dabei. Also, ne, so von wegen so, Ja, ich könnte dich jetzt an die sie Karre schaut fahren. ihn an und meint, Kavan, das ist was völlig anderes. Ach. Ist es das? Ja, das ist es. Das ist was absolut anderes. Ich sehe ein, dass du vielleicht irgendwie ein gewisses Recht hast, dass ich dir mehr erzähle. Aber das hier ist was ganz anderes. Wir sind nicht in einem Gespräch mit einer Person, die dir auf den Kopf zusagt, dass sie bestimmte Dinge weiß und du versuchst weiter drumherum zu reden und die eine klare Antwort haben will, damit sie etwas tut. Oder damit sie einen Grund hat, etwas zu tun. In dieser Situation sind wir gerade nicht.
Du redest trotzdem über den heißen Brei herum, aber mach du mal. Es ist. Pass auf, meine Eltern haben damals, als sie mich das erste Mal damals von der Gang weggeholt haben. Also sie haben das schon mal getan, da war ich gerade ein paar Monate, also 3 Monate, 2, 3 Monate. Da haben die Bullen mich gekascht, zusammen mit ein paar anderen, und haben mich dann auch wieder nach Hause geschickt zu meinen Eltern. Und meine Eltern haben mich dann auf eine andere Schule geschickt, auf ein Internat geschickt, das dafür bekannt war, mit schwierigen Jugendlichen zu arbeiten. Und diese Arbeit bestand nicht nur darin, dass man denen irgendwie, keine Ahnung, mit denen irgendeinen Scheiß belabert hat und sich Bälle zugerollt hat, sondern auch darin, dass man etwas tiefgreifender in die Psyche von Menschen eingreift. Okay. Und das funktionierte, zumindest wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, ganz grob. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es was mit einer Mischung aus vielen Medikamenten, beschissenen Arschlöchern, die sich Psychotherapeuten nennen, und VR zu tun hat. Also BTL-VR-Krams. Ach du Scheiße. Sagt ihr Assist vielleicht was? OT, sagt mir das aus diesem Drohnen-Scheiß das was? Biodrohnen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Der Spielleiter schüttelt gerade mit dem Kopf und sagt auf keinen Fall, während er sich seine Zigarette gedreht hat. Ah. Dann gucke ich dich so an, so, nee, keine Ahnung, irgendein Assistenzprogramm oder sowas? Das ist ein ganz spezielles Programm, das über BTL und VR deine Gehirnstrukturen verändert. Oder nicht Gehirnstrukturen verändert, aber du kannst damit Erinnerungen und Erfahrungen verändern, so dass du dazu in der Lage bist, einen Menschen. Das ist quasi die Extremform von Gehirnwäsche, die du damit machst. Das ist dann sicher nicht legal, oder? Doch, das ist legal. Du kannst auch dahin gehen und dir damit deine Phobien wegmachen lassen, wenn du das willst. Mittlerweile, damals war es noch in einem etwas experimentelleren Stadium. Also nicht ganz, aber es war ziemlich neu. Übelster Shit. Oh. Und gehe mal davon aus, dass du jetzt so normal, also normal bist. Also immer noch zur Gang gehst, dann bist du also irgendwie da abgehauen? Ja, ich bin abgehauen. Okay. Ich habe die Schule angezündet und bin abgehauen. Du hast die Schule angezündet. Ich habe die Schule angezündet. Oh Mann. Okay, das passt zu dir. Es war ein scheiß Internat, du kamst da nicht raus. Es war quasi ein Jugendknast. Sowas in der Art. Nur für Jugendliche aus guten Familien, die Das sich das zündet man da, leisten und konnten. dann zündet man das Ding einfach an. Und fährt wahrscheinlich mit der Feuerwehr raus. Nicht so ganz, aber so halb war es, ja. Ich habe damals, also ich habe es halt, naja, so halb mitbekommen, durch Zufall eigentlich wirklich nur, was da eigentlich läuft. Ich wusste nur so halb, was da passiert, aber mir kamen halt ein paar Sachen schon ziemlich komisch vor, und auch Verhaltensänderungen von Leuten ziemlich komisch vor, und ich weiß nicht, es war halt. Ich war noch nicht lange da, vielleicht war das auch mein Glück. Da gingen halt ein paar Sachen ab, die mir ziemlich suspekt waren. Und ich habe das dann durch Zufall mitbekommen, und auch durch Zufall mitbekommen, dass das irgendwie wohl auch was mit mir zu tun hatte. Also, ne, wie das halt im Rahmen mit Schülern zu tun hat. Du weißt schon, was ich meine. Es ging nicht um mich, aber. Und dann bin ich halt irgendwie kurz mal ein bisschen ausgetickt.
Vielleicht. Und habe mich dann nachts, weil ich nicht schlafen konnte und überhaupt, bin dann nachts so in den sehr frühen Morgenstunden in den Chemieraum gelaufen und habe da irgendwie dafür gesorgt, dass vielleicht nach einer gewissen Zeit das Gas aufgedreht blieb und irgendwann ein Funke möglicherweise Weise dafür dafür gesorgt. gesorgt hat, dass der Chemieraum vielleicht, ne? Und Du bist böse. es dann so ein bisschen Feuer kam und ich dann dafür gesorgt habe, dass ich mir den Sender aus dem Arm rausgeholt habe, der da drin war und dann vielleicht rausgelaufen bin im ganzen Chaos und abgehauen bin. Wow. Übelster Shit. Wie alt warst du? 14. Ach du Kacke. Puh. Harter Shit. Also, wow. Das ist kranker Shit. Da bin ich aber froh, dass du es rausgeschafft hast. Wer macht sowas mit seinem Kind? Ich hatte mehr Glück als Verstand. Na, das ist ja üblich bei dir. Er grinst dich ein bisschen schief an. Sagt er, wer das mit seinem Kind macht, Arschlocheltern. Auf jeden Fall. Ich passe da halt einfach nicht rein. Zum Glück. Jetzt. Also sonst wärst du, wenn du da geblieben wärst, wärst du jetzt da. Würdest reinpassen. Holy shit. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich verheiratet und hätte schon das zweite Kind. Und wäre irgendwo in der Führungsebene von Robotnik. Na gut, ist auch nicht ein schlecht, ist auch kein schlechtes Leben, oder? Doch. Naja, für dich schon, aber für so eine Konzerndrohne? Wenn du das willst, ist das sicherlich kein schlechtes Leben, nein. Es kommt darauf an, was du bereit bist, dafür zu aufzugeben. Tja, ich stand nie vor dieser Wahl. Zum Glück, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich mag solche Anzugträger nicht. Tja. Und, warum holen sie sich nicht schon wieder von dieser Gang weg? Ich Von meine, welcher Gang? die haben dich hier schon mal weggeholt, hast du gesagt. Hier? Nein, nicht hier. Das war in St. Petersburg. Ich war in St. Petersburg in der Gang, nicht hier. Ich war noch nicht in Moskau. Ich bin erst sehr viel später nach Moskau gekommen. So, ah, ich dachte, du hattest doch gerade gesagt, die haben dich von der Gang weggeholt. Ich dachte, das wären sie hier. Einer Gang, Ah, die okay. deutet mit dem Finger auf das alte, auf diesen, auf das alte Gang-Tattoo, also dieser Trollschädel mit der Faust darunter. Ah. Aus Metall. Ja, ich kenne das Tattoo, ja. Ah, okay. Das war in St. Petersburg noch. Ich weiß nicht, warum sie mich beim zweiten Mal nicht weggeholt haben. Vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass ich zurück nach St. Petersburg gehe. Vielleicht. Also ich bin zu der Gang zurückgegangen danach. Vielleicht haben sie nicht damit gerechnet. Vielleicht wollten sie es auch nicht, weil es angenehmer war, sich dann was anderes dafür auszudenken, als das rebellische Kind irgendwo zurückzuholen und das nicht, dass es noch in die Medien kommt oder was weiß ich. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück oder. Ich weiß es nicht. Bis heute nicht. Okay, cool. Keine Ahnung, warum sie mich da gelassen haben. Warum bist du nicht da geblieben? Wenn sie dich da gelassen haben? Weil ich nicht konnte.
Okay. Die Gang gibt's nicht mehr. Jetzt zieht Kaban eine Augenbraue hoch. Oh. Ich denke mal, das ist nicht so gut verlaufen. Dann. Nee. Sondern eine von den, keine Ahnung, wir sind da verpfiffen worden. Und wir hatten damals eine Fete und dann, naja, kam irgendwann das Team rein, das SWAT-Team, was weiß ich, was das war. Keine Ahnung. Übel. Scheiß Bullen. Das waren keine Bullen. Du sagtest doch Spot. Ja, falsch ausgedrückt und so. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß es nicht. Es waren keine Bullen. Ach so, oh. Oh. Das ist noch schlechter. Holy shit. Du siehst gerade, dass Teile ihrer Haut irgendwie verändern sich. Das ist so ein leicht metallischer Glanz oder auch zum Teil rostrot und was auch immer, was sich dann da drüber legt. Du kriegst eine Rostpatine? Das ist nicht ein. Warte. Das ist nicht einheitlich metallisch, sondern so flickenmäßig. Das heißt, du hast auch unterschiedliche Tönungen und abgegrenzte wie Platten, ne? Weißt du, was ich meine? Juti. Er guckt dich ein bisschen irritiert an, versucht es dann aber, dir wieder nur ganz normal ins Gesicht zu gucken und reicht dir noch ein weiteres Bier rüber. So, ja, dann. So, oh, die Magierin macht magischen Kram. Nicht gut. Die wirkt nicht so, als ob sie wirklich zaubert. Also, Das ist ja bei ihr doch. nicht. Du zauberst gerade, ganz definitiv. Du veränderst deine Haut zu Eisenplatten. Du mauerst. Ohne Scheiß, Mann. Was hat er das gerade gesagt? In time oder? Nein, 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 nein. Ach so. Der wird sich dafür, der wird sich vorsehen, den Magier noch zu provozieren. Die Gang zu provozieren ist okay, damit kann man leben. Aber einen Magier provoziert man nicht. Naja, auf jeden Fall war's das dann. Ich glaube, ich bin die Einzige, die da irgendwie rausgekommen ist. Frag mich nicht wie. Hatte ich jetzt auch nicht vor. Ich weiß es auch nicht. Ich könnte dir keine Antwort darauf geben. Puh. Ja. Ich habe mich irgendwann versteckt. Weil einfach nichts mehr zu machen war. Gar nichts mehr. Mein Gott, du warst 15, 14? Das ist. 15. Natürlich kannst du da nichts machen, wenn da irgendjemand reinkommt und Scheiße abzieht. Scheiße abzieht, ja, das kann man so nennen, ja. Mann. Dann bin ich nach Moskau gegangen. Also eigentlich nur weg aus St. Petersburg und ich wusste nicht, wohin es geht. Ich glaube, das war auch in dem Moment erstmal egal. Ja, es war mir auch egal. Aus St. Petersburg, weil ich, keine Ahnung, Angst hatte. Was völlig in Ordnung ist. Also, ich meine, völlig verständlich. Wer hätte das nicht in dem Moment? Ich habe ja schon echt
kranken Scheiß miterlebt damals, aber das ist heftig. Ist ziemlich genau das Gleiche. Nee, er war nicht da. Ich hab Genau, gesagt, ich hab's mir nicht. er ist wiedergekommen. Also hat er es Okay, reingeholt aber ich meine, gekriegt. sie war im Schrank. Letztlich seid ihr beide Nein, sie da war rein. dabei. Sie ist dann in den Schrank gekrochen. Irgendwann, als das Ja, Gehirn aber ihres weißt du, ob Kumpels du nun neben ihr siehst, dass explodiert dein ist. gesamtes Dorf und deine Familie abgeschlachtet da liegt oder ob du da noch kurz. Also, ich meine, der Unterschied ist, glaube ich, nicht groß. Doch. Ihr seid gleich. Es war übrigens nicht das ganze Dorf, es waren ja nur ein paar Leute. Exempel und so. Was? Nein, bei mir war es nur das Exempel. Also OT quasi. Ja, naja. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube schon, dass das was anderes ist, wenn du mitten im Kugelhagel stehst. Ich glaube auch. Das Trauma ist noch mal ein bisschen heftiger. Es ist beides ziemlich heftig. Das ist richtig. Aber es ist keine vergleichbare Situation an sich. Sind zwei, ja, doch vergleichbar auch schon irgendwie. Naja, Es prinzipiell ist. kann man sowieso Wir sind alles mit beide allem ziemlich vergleichen. Ihr geistig seid durch. beide Scheiße. Ja. Darauf können wir uns einigen. Kranker Scheiß. Ja, kann man so sagen. Ja, Kaban schaut dich so ein bisschen, also wirklich so dieses betretene Schweigen, so, wie kriege ich die denn jetzt aus dieser bösen Situation raus? Ohne mich jetzt irgendwie in ein Fettnäpfchen zu gucken. Versucht, also guckt ihr auch so halt so ein bisschen ratlos aus der Wäsche. Ja, sie scheint kurz ein bisschen Gedanken versunken, schaut dann aber wieder hoch. Du musst dir jetzt nicht überlegen, wie du mich wieder aufheiterst, Kammern. Ja. Sorry. Du musst dich auch nicht entschuldigen. Es ist nicht deine Schuld und ändern lässt es sich nicht mehr. Nee, nicht leider, es ist einfach so, es lässt sich. Ausgewogen. Er schluckt ein bisschen so, okay. Verdrängung ist was Schönes. Ja, Verdrängung ist was Schönes. Das hat nichts mehr mit Verdrängung zu tun. Das ist schon wirklich sehr. Nicht. Die Begründung dafür, dass sie so ein Herz. Manchmal. Manchmal! Na juti. Sie. Lieb ist oder ob sie nicht nur. Hier nicht. Denken, ich stelle nur Fragen. Das wäre in dem Moment dann auch so. Gewesen wäre, hätte sie ein paar Sachen nicht gemacht, die sie für dich gemacht hat. Eben, also die muss bestimmt ganz nett sein. Die hat bestimmt einen guten Kern, den muss man nur hervorkitzeln. Genau. Aber nicht so dolle, sonst tut es immer so weh. Ja. Lach Was doch sagt nicht denn so. ihre gemauerte Haut? Beruhigt sie sich langsam wieder, oder? Nach einer Weile schon, also es. Sehr gut. Das ist doch ein bisschen beruhigend. Quasi. Also, wenn, sobald das verschwunden ist, beruhigt Kaban, also
wird ja auch nicht mehr, es sieht ja nicht mehr ganz so steif und unbeholfen aus, so von wegen, oh, Panik. Gefährliche Situation hier. Gefährliche Magierin, nicht, dass sie wieder austickt. Ja, Magierinnen machen böse Sachen. Ach komm schon, wenn du einen Kaber ans Haut stecken würdest, du hättest dich nie mit so einem instabilen Magi abgegeben. Wahrscheinlich nicht, deswegen ist es ja gut, dass Kaban der Good Guy von uns beiden ist. Ja, ne? Der ist auch notwendig, der Good Guy. Ich habe ihn lange vermisst, den Good Guy. Ich Ja. brauche den doch. Ich liebe den, ich brauche den, ich muss drauf auf den. Dann kriegst du aber Ärger mit Freya. Was interessiert mich denn Freya? Glaubst du, die werde ich nicht los? Oh Gott. Da ist er wieder, der toxische Magier. Leider hatte sie einen Unfall im Callcenter. Sie hat sich an dem Handy strang. Callcenter Sie auf ist dem. einfach plötzlich explodiert. Sie hat sich an ihrem kabellosen Headset stranguliert. Sie hat einen Ja. Verkehrsunfall. Punkt. Wie, sie hatte Verkehr ohne mich? Ich wollte gerade JBO zitieren. Sehr gut. Super, jetzt müssen wir von dieser dummen, drögen Stimmung zu irgendwas anderem kommen. Immer diese. Wir brauchen übrigens so eine komische Musik, die da im Hintergrund läuft, während Jojo das erzählt. Das So, machen wir auf so. gar keinen Fall, das hat Plüschgranate und außerdem, wir haben es viel zu aufwendig und das ist die tatsächliche Begründung. Okay. Damit, mit dieser Begründung kann ich sogar Und es leben. beißt sich mit der Mucke, die ich höre. Ich höre Tanzmusik. Tanzmusik ist super. Ich mag Tanzmusik. Also so eine schöne melancholische Melodie. Gut. Hast du eigentlich schon mit dem Schmuggler telefoniert? Nee. Also mit meinem ja, aber mit ihm noch nicht. Er wollte sich noch melden. Also beziehungsweise ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen. Was hast du ihm denn gesagt? Dass ich einen Job für ihn habe und er sich bitte bei der und der Nummer wählen soll. Hast du gesagt, dass wer von wem du die Nummer hast? Nein. Das Das solltest du solltest ihm du ihm dringend dringend sagen. sagen. Vielleicht hilft das ja. Es hilft mit Sicherheit sogar, wenn ich mit jemandem anfange, Geschäfte zu machen und der mir ich angerufen werde und ich keine Referenz habe, von dem der die Nummer hat, dann rede ich nicht mit dem. Ja, okay. Ich warte mal kurz, vielleicht ist er ja ein Chiphead und ist dumm. Nee, Ansonsten. sag ihm das. Sag ihm, von wem du die Nummer hast. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ja, mache ich morgen. Okay. Wie gesagt, ich warte noch einen Moment, quasi, und gebe ihm die dann. Alles klar. Nur so als Tipp, weil ich sag mal, wenn ich mit irgendwem anfange, Geschäfte wegen Werkstatt und bla, was weiß ich was zu machen, wenn ich keine Referenz habe, dann rede ich mit dem Typen nicht, weil es für mich viel zu gefährlich ist. Ja, es ergibt Sinn. Habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Die Leute sagen das immer. Stimmt, hast recht. Jutti, wie wär's denn, wenn wir langsam mal einen Cut machen? Die Folge ist ja geschmeidige 3,5 Stunden lang. Läuft. Ja, Ich hatte Läuft. auch gerade dran gedacht. Ja, ne, ist mir schon vor 1,5 Stunden aufgefallen, dass man das, aber irgendwie wart ihr so gut dabei, keine Ahnung. Easy. Sehr gut. Also wenn Karman so weitermacht. Ich meine, ich liebe ja Delhi und ich liebe Kaban. Es ist halt nur so, wenn er so weitermacht bei der Gang, dann werden die den vermutlich irgendwann mal gemeinschaftlich verprügeln. Und da wird auch Jojo nichts machen dürfen. Also sagen, Leute, lasst den mal. Das ist so ein netter Kerl, das wird dann nicht gehen. Das Gute ist, er hört sich ja die Outro und Intro nicht an und so weiter. Und die Folge nochmal ist ja völlig verständlich, würde ich auch nicht machen. Und deswegen weiß er das nicht, dass ich da auf jeden Fall schon vorhabe, ihn einfach zu verdreschen.
Dann bringt es auch nichts, dass er der Ork ist. Denn da sind auch Orks. Und ein Troll. Und Kaban hat ja, wie ich schon mal irgendwann sagte, jetzt nicht den höchsten Nahkampfpool. Das ist ja nur ein irgendwie 7er Pool. Das sind ja zum Teil Berufsschläger. So als Gänger. Naja, und dann wird er vermutlich total ausrasten, weil er so hart gefoltert wurde und dort auch zusammengeschlagen wurde. Mimimi. Aber damit muss er dann leben. Man muss auch mal Zeichen setzen. So. Kann ja nicht immer nur sein, dass die Gang so lieb ist. Seine scheiß Gang. Bösartige, kleine, dreckige Pisser sind das alle. Genau. Was ich auch anmerken möchte. Und zwar nach dem Doppeldate. Was so, das fand ich sehr schön. Rumi beschäftigt sich ja mit ihrem Charakter in einem Maß, das nicht gesund ist für einen normalen Menschen. Das heißt, sie hat selbstverständlich dann auch ein bisschen geguckt wegen posttraumatischer Belastungsstörungen und so weiter, was man da alles Schönes haben könnte und hat sich da ein paar Sachen rausgesucht und so weiter. Und das Doppeldate war dann so anstrengend, dass sie sich ebenfalls informierte, welche Medikationen, Psychopharmaka und dergleichen, möglich wären einzunehmen, weil das halt nicht geht mit ihr, die kommt ja gar nicht zurecht, auf jeden Fall, welche da möglich ist, welche Medikation, ohne dass sie zum Beispiel extrem harte Nebenwirkungen hat. Also ich meine, das ist da nicht so wirksam wie andere Sachen. Also du gibst ja, wie ich jetzt lernte, auch dann oft Antidepressiva und sowas bei irgendwelchen PDBS. Und das hat halt Nebenwirkungen zum Teil, die sind ein bisschen heftig, da kann sie nicht die Gängerin spielen. Und das würden, also die Gang sollte das auch nicht zwingend sofort wissen, dass sie das schluckt. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Und auf dem Run ist halt auch blöd, wenn du dann, ne? Also das, was man da schluckt, das ballert dich schon ziemlich nach Narnia. Beziehungsweise es schiebt dir einfach eine riesige Glasfassade so zwischen dein Bewusstsein und die Welt. So ein richtiger, so ein Milchglas, weißt du wie. Kennst du ja, ne? Von deinen reichhaltigen Drogenerfahrungen und deinen tiefgreifenden Depressionen. Kenn ich ja auch daher. Es ist also so, dass sie das jetzt schluckt. Genau, das Zeug. Ich habe vergessen, was es war, aber es war irgendwas, was halt nicht so krass viel Nebenwirkungen hat und sie ein bisschen levelt. Finde ich schön. Ich finde es schön, wenn ich Charaktere dazu bringe, dass sie Medikamente nehmen müssen, um mit ihrer Psyche klarzukommen. Sonst spielt von mir ja Leute, die das von Haus aus haben, aber dieses Mal musste ich erst dafür ein bisschen arbeiten und das finde ich, wie gesagt, sehr erfüllend, wenn man das als Spieler auch schaffen kann, dass die Charaktere einfach am Ende sind. Zu dieser Folge habe ich gesagt, die wollen wir verprügeln, genau. Und dann halt noch die Gespräche. Wie gesagt, ich fand's ganz schnuggelig. Nächste Folge wird dann, habe ich auch schon gesagt, ein bisschen mehr lustiglich sein. Und zum Ende hin wird man merken, dass ich sehr müde wurde. Und dass die anderen sehr müde wurden. Flummi wollte unbedingt dann einfach noch weiterspielen, aber scheiß auf die. Genau. Aber das wird so sein. Und nee, das sage ich auch nicht. Passt schon. Genau. Ist schon wieder viel zu lang. Für alle rechtlichen Informationen, Videobeschreibung und die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich, was wollte ich sagen? Genau. Dass ich jetzt ein paar Folgen noch mittwochs rausschieben kann, weil wir, glaube ich, ein bisschen zu weit vorkommen. Irgendwo es sein kann, dass wir ihn ja noch nicht mehr spielen können. Also ich denke, ich werde Mittwoch ab und zu jetzt mal eine Folge rausbringen, gerade auch weil Flummi jetzt mit dem Schneiden hilft, was echt Juti ist. Das kann man machen. Und weil ich manchmal sage, wir sehen uns nächste Woche, ich bin ja auch in diesem scheiß YouTube-Titelbild irgendwo zu sehen. Genau. Tschüss.